This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man, salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute haben wir Donnerstag, den 11. Januar 2018, hätte beinahe 17 gesagt. Und ich möchte heute die nächste Lesung anfangen in dem wundervollen Buch von Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition im Mittelalter, wo wir letztes Mal auf Seite 91 verblieben waren und ich über die Transsubstantiation erzählt hatte. Nun, ich hatte in der letzten Lesung aus dem Gedächtnis das Gedicht auf Deutsch erzählt, was in der englischen Version drin steht. Hatte aber auch, glaube ich, gesagt, dass ich das Buch in Deutsch zugeschickt bekommen habe von einem meiner regelmäßigen Hörer. Und ganz, ganz toll, ich habe das als PDF und dann habe ich jetzt mal eben reingeschaut und dachte von, ja, guck mal, das steht da auch drin. Und das Thema der Transsubstantiation ist so wichtig, dass ich da erst ein paar Minuten drüber sprechen möchte, bevor ich im Grunde mit der Lesung auf Seite 91 weiterfahre und auch euch das Gedicht vorlesen möchte, was natürlich in Deutsch nicht Gedicht ist, sondern im Englisch ist das Gedicht, aber es ist ins Deutsche übersetzt und es gibt euch auch eine Idee, was mit der Transsubstantiation gemeint ist und warum das so furchtbar wichtig ist. Dazu dann gleich mehr. So, ich werde dann eben mal anfangen nochmal auf Seite 91 oben. Ich werde das erst eben nochmal vorlesen, dass wir uns nochmal eben in das Buch einstimmen können. Also Lear schreibt hier, so nimmt zum Beispiel schon im 13. Jahrhundert ein erfahrener Inquisitor in seiner Aufstellung von Instruktionen für ein Kreuzverhör der Waldenser über ihren Glauben an die Transsubstantiation an, dass sie nicht an die Gegenwart des Leibes und Blutes Jesu Christi in der Eucharistie glaubten, und stellt dies als einen der Punkte auf, wodurch man sie entdecken könne. Und im Jahre 1332 hören wir tatsächlich, dass die Waldenser Savoyans diese Lehre leugneten. Hier werden wir dann auch gleich weiterlesen. Aber bevor wir das tun, werden wir uns nochmal eben ein bisschen intensiver um die Transsubstantiation kümmern. Es gibt leider viele Leute, die überhaupt nicht begreifen,
was die Transsubstantiation im Grunde ist und wie wichtig sie ist. Die Transsubstantiation ist der wichtigste Teil der römisch-katholischen Messe. Der Vorgang der Transsubstantiation in der Messe ist ein Opfer. Wenn man in eine Messe geht, in der römisch-katholischen Kirche, dann bringt man Opfer dar. Nun hat aber Jesus Christus mit seinem Opfer ein für alle Mal alle Opfer erfüllt. Deswegen müssen die Juden ja auch nicht mehr in einem Tempel noch irgendwelche Tiere schlachten und opfern. Das ganze Opfersystem ist durch Jesus Christus erfüllt gewesen. Er sagte selbst, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen, sondern zu erfüllen. Da geht es um das levitische Gesetz, ja, das zeremoniale Gesetz, das moralische Gesetz, das wird immer und ewig bleiben. Das ist eine andere Sache, die 10 Gebote, die er dann auf 2 verkürzt hat, aber nur zum besseren Verständnis. Die 10 Gebote sind immer noch gültig. Aber da geht es jetzt nicht drum. Das levitische Gesetz, das zeremoniale Gesetz, wurde komplett durch Jesus Christus erfüllt. Er war das perfekte Lamm. Er war das perfekte Opfer. Die römisch-katholische Kirche opfert aber immer weiterhin und sie opfert auch jedes Mal Jesus Christus. Ich habe es letztes Mal gesagt und ich gehe da jetzt noch ein wenig tiefer drauf ein. Plus, ich erzähle euch hier auch, dass ich von Ralph Woodrow das Buch Babylon Mystery Religion lesen werde in der Zukunft. Und wenn ich es dann lese, dann kommen wir in Kapitel 17, die Messe getitelt, genau dahin, dass wir eben das lesen können. Da, wo es um die Messe geht. Das ist so ein wichtiger Teil, aber ich will da jetzt nur nicht allzu tief drauf eingehen, vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten und auch, dass wir das Gedicht lesen. Aber wenn ich dann also das Buch von Ralph Woodrow lese, die römische Kirche, Mysterien, Religion aus Babylon, übersetzt ins Deutsche 1992, wenn ich das lese, Kapitel 17, die Messe, dann wird euch schon deutlich, worum es dabei geht. Ich kann jetzt ja nicht ausweichen aus dem Buch von Henry Charles Lear und über die Messe das Ganze hier lesen. Vielleicht mache ich da halt mal ein einfaches eigenes Video drüber. Aber was ich euch gerne eben vorlesen möchte, ist auf Seite 139 finden wir da in dem Buch ein römisches Wunder, a Roman Miracle. Das hat sich auch im Englischen ja vorgelesen und euch letztes Mal, so wie ich es in Erinnerung hatte, im Englischen ins Deutsche simultan übersetzt aus meiner Erinnerung. Aber ich lese es euch jetzt gerne mal eben vor, wie es hier steht. Und dann wird ein klein wenig deutlicher, was Transsubstantiation tatsächlich ist. Also ein römisches Wunder, das ist eine Kurzgeschichte, ist die Übersetzung eines englischen Gedichtes eines unbekannten Autoren. Eine hübsche junge Frau, eine Protestantin, war mit einem Katholiken verheiratet. Seit ihrer Kindheit war sie erzogen worden, die biblischen Geschichten zu lieben. Ihr Ehemann war sehr betrübt, dass sie es nicht fertigbrachte, der römischen Mutterkirche beizutreten und ihre Häresien abzulegen. Tag für Tag versuchte er sie zu überreden, aber für sie war alles nur ein sich verbeugen vor hölzernen Standbildern. Die Messe, die Hostie, die Wunder und gerade auch die Transsubstantiation konnte sie einfach nicht glauben. So ging der Ehemann zu einem Priester in seiner Not und sagte, dass nur ein wirklich sichtbares Wunder sie zur Bekehrung führen würde, da sie allen römischen Wundern nicht glauben konnte. So eine Ungläubige sei sie. In der Vorstellung, einen Orden zu gewinnen, ging der Priester mit dem armen Mann, indem er sagte, ich will sie bekehren und ihr beide Augen öffnen. Der Priester wurde zum Essen eingeladen. Während sie aßen, begann er, seine Gastgeberin zu unterrichten, wie sündig der Mensch ist, wie groß doch die Liebe des Heilands ist, dass er sich selbst als Opfer gegeben hat, alles, was kein Christ verneint. Ich werde morgen wiederkommen, mit Brot und Wein. Das Wunder des Sakraments wird sie von ihrem Unglauben befreien. Gern, ich werde das Brot backen, ruft sie dazwischen. Sie mögen es tun. Wenn sie dann das Wunder sehen werden, ich sage ihnen, überzeugt werden sie sein. Der Priester kam am nächsten Tag, segnete Wein und Brot. Da fragte unsere ungläubige Frau, ist es jetzt verwandelt? Der Priester nickte würdevoll. Ja,
Dieses Brot und dieser Wein ist nun verwandelt in das wahre Fleisch und Blut. Ja, diese meine Kraft hat es zu Gott gemacht. Sie wollten es nun zu sich nehmen. Da sagte die Frau zum Priester, passen Sie auf, denn ein wenig Arsen habe ich in den Brotteig gemischt. Aber es wird uns nicht schaden, da die Natur des Brotes sich ja gewandelt hat. Der Priester war wie vom Blitz geschlagen, fahl wie der Tod. Er zitterte, Brot und Wein entfielen seiner Hand, als er keuchte, Mann, bringe mir mein Pferd, es ist ein verfluchtes Haus. Gehen Sie nur, sagte die Frau freundlich, sie trifft der Fluch aus Rom. Der Ehemann saß da, erstaunt, und nach langem sprach er leise, mein Liebling, der Priester floh, du hast's gesehen, mit fliegender Soutane, ich bleib bei dir. Und wir entfliehen der römisch-katholischen Fabel. Das macht im Deutschen fast so viel Spaß wie im Englischen, nur da reimt es und ist natürlich noch ein wenig besser. Zum besseren Verständnis, dass es für jeden einmal deutlich ist. Nur in der römisch-katholischen, idolatorischen und abergläubischen Religion kann die Kreatur den Kreator schaffen. Oder soll ich es im anderen Deutsch sagen? Die Schöpfung kann den Schöpfer produzieren. Genau das ist, was in der Messe in der römisch-katholischen Kirche gelehrt wird. Der Priester hat eine solche Macht, dass er mit den magischen Abracadabra-Worten »Hoc est corpus enim meum« das Brot der Hostie verwandelt in die Seele, den Leib, das Fleisch, das Blut, die Menschlichkeit und die Göttlichkeit Jesu Christi. Der Priester hat durch das Sagen dieser Zauberformel die Macht, Jesus Christus aus dem Himmel hinabzubringen in diese Hostie, in dieses Stück Brot. Das wird dann gesteckt auf eine Monstranz. Das ist dieses Sonnenemblem-Ding, wo sie das in der Mitte reinstecken. Ich mache das Bild hier ins Video mit rein von einer Monstranz, damit ihr das seht. Und damit wird dann rund parodiert. Und diese Hostie wird schlussendlich den Leuten ja auch gegeben zum Essen. Das ist Kannibalismus. Jesus Christus wird jedes Mal wieder geopfert. Was ist es denn, wenn ich opfere dem Gott? Dann ist das doch, dass ich sein Opfer nicht akzeptiere. Mit anderen Worten, das Opfer, das Jesus Christus vor knapp 2000 Jahren am Kreuz gebracht hat für die gesamte Menschheit, wo er für die gesamte Menschheit gestorben ist, wird von der römisch-katholischen Kirche abgestritten. Ja, sie sagen euch das. Aber in der Bibel steht da drin, dass wir kein anderes Evangelium glauben sollen, außer das, das uns von den Aposteln gebracht wurde. Es ist aber ein anderes Evangelium, wenn ich in die römisch-katholische Kirche, in die Messe gehe und wenn ich mir dann von dem Priester, dem seine Transsubstantiationsformel anhöre und wenn ich dann glauben muss, dass das Brot nun der leibhaftige und wirkliche Jesus Christus ist. In der Bibel steht, pass auf, wenn sie sagen, hier ist Christus, da ist Christus, glaub es nicht. Das ist genau das. Das ist ganz genau das. Die römisch-katholische Kirche ist eine abergläubische, idolatorische Vereinigung, eine Sekte aus Babylon, die nichts, aber auch gar nichts mit Bibel zu tun hat. Und die Messe ist ein Opfer, ein ständiges Opfern des Jesus Christus wieder. Und das heißt, dass das Opfer Jesus Christus selbst verleugnet wird. An einer Stelle in der Bibel steht doch geschrieben, wer leugnet, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der in Fleisch kam, das ist der Gedanke des Antichristen. Ne? Wieder ein weiterer Punkt, womit wir erkennen können, dass die römisch-katholische Kirche antichristlich ist. Es gibt so viele Merkmale, mit denen wir das feststellen können, dass die römisch-katholische Kirche antichristlich ist. Aber die Messe, die Transsubstantiation, ist ein ganz wichtiger Teil. Nun, in der Bibel steht geschrieben, ich schlage sie jetzt nicht auf, es ist jetzt aus dem Kopf, dass ich das raussage.
In der Bibel steht geschrieben, dass Jesus Christus, als die Kommunion gemacht wurde, am Abend vor seiner Kreuzigung, als sie das letzte Abendmahl genommen haben, dass er sagte: Hier ist das Brot, nehmt dieses Brot, brecht dieses Brot, das ist mein Leib, den ich für euch gebe. Tut dies in Erinnerung an mich. Und dann nahm er den Wein und sagte: Nehmt diesen Wein, nehmt diesen Kelch, trinkt davon, das ist mein Blut, das ich für euch vergieße. Tut dies in Erinnerung an mich. Nun, auf dem Konzil von Trient, und das ist nur einer der Punkte, aber da kann man es doch deutlich nachlesen, muss ja keiner glauben, was ich hier erzähle, forscht es selber nach, wurden zum Schluss des Konzils 125 ungefähr, ich habe es jetzt nicht ganz genau nachgezählt, ich meine 125 Verfluchungen ausgesprochen, gegen die Protestanten. Und eine dieser Verfluchungen ist, ich habe übrigens in Englisch das Buch über wo das aufgezeichnet ist, was alles im Konzil von Trient beschlossen wurde. Das habe ich hier liegen, im Englischen. Das habe ich nicht im Deutschen. Sonst könnte ich euch das ja vorlesen. Da steht drin, dass wenn jemand das, ich nenne es jetzt mal Abendmahl, die Kommunion, während der römisch-katholischen Messe, den Leib und das Blut Jesu Christi, wenn man das nimmt, wobei das Blut, das ist wieder eine andere Geschichte, es wird ja gar nicht mehr gegeben, es wird ja nur das Brot gegeben. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Wenn also dieses Brot gegeben wird und ich sage, ich glaube nicht, dass das wirklich Jesus Christus ist, sondern ich tue das in Erinnerung an ihn, so wie es die Bibel befiehlt, ja, dann ist man verflucht. Die römisch-katholische Kirche verflucht jemanden, der das nicht so annimmt und so glaubt, wie die römisch-katholische Kirche es lehrt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und deswegen lesen wir da hier jetzt drüber mit den Waldensern und auch andere Völker. Hier werden jetzt die Waldenser rausgeholt, aber die Albigenser waren nicht viel anders. Die Hugenotten waren auch so. Und die Protestanten damals und so waren auch so. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass in dem Buch, wo ich von Martin Luther gelesen hatte, dass wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Ja, das Antichristenbuch von Martin Luther von 1545, als ich das gelesen hatte, erinnert ihr euch vielleicht noch, dass als ich das vorlas, da habe ich euch erzählt von dem Konzil von Konstanz in 1415, wenn ich mich nicht irre, zu dem unter anderem Jan Hus aus Bohemien eingeladen wurde. Der Papst und der Kaiser hatten ihm sicheres Geleit versprochen, er wurde aber trotzdem verfolgt. Die Bohemier hatten auch damals gefordert, dass in der Kommunion eben beide Teile gegeben werden. Das Brot und der Wein, weil die römisch-katholische Kirche gibt nur das Brot, den Wein behält sie für die Priester vor. Aber wie gesagt, da gehe ich jetzt nicht so drauf ein, aber das hatte ich euch damals schon erzählt. Und der Jan Hus und die ganzen Husseiten, wie sie dann hießen, also seine Folger, und die ganzen Leute in Böhmen und Mähren und Pommern, und da waren ja überall die Hugenotten auch, und die vor allen Dingen die Waldenser sind da ja ausgespreizt dahin. Das kann man ja geschichtlich nachlesen, deswegen habe ich ja gesagt, Martin Luther hatte wahrscheinlich auch Kontakt mit den Waldensern. Die haben das so praktiziert, wie es in der Bibel steht. Im Gedächtnis an Jesus Christus bricht man das Brot und gedenkt ihm und seinem Opfer. Und man trinkt den Wein und gedenkt ihm und seinem Opfer. Aber das Blut, also der Wein und das Brot für das Fleisch, ist nur ein Symbol. Das hat Jesus Christus ganz deutlich gesagt. Er sagte: Tut dies zur Erinnerung an mich. Die römisch-katholische Kirche aber sagt mit den 5 Zauberworten hoc est corpus enim meum, dass Jesus Christus aus seinem Sitz neben dem Vater im Himmel heruntergeholt wird in dieses Brot und dass dadurch das Brot verändert wird in den Leib, die Seele, den Geist, das Fleisch, die Göttlichkeit und die Menschlichkeit unseres Erlösers Jesus Christus. Und dann stecken sie ihn in die Monstranz und führen ihn rum. Das macht die römisch-katholische Kirche.
Und ihr müsst mir nicht glauben, fragt euren Priester. Hört euch an, was der sagt. Lest euch römisch-kanonisches Recht durch und ihr werdet selbst rausfinden. Aber diese kleine Einleitung, auch wenn sie 17 Minuten gedauert hat, über die Transsubstantiation, finde ich, musste mal sein. Und wie gesagt, ihr könnt euch dann ja vielleicht schon freuen, wenn ihr das wollt, auf die Buchlesung von dem Buch von Ralph Woodrow. Das ist ja ein etwas zugänglicheres Buch als Von Babylon nach Rom von Alexander Hislop, was ich ja auch komplett gelesen habe. Da kam das ja auch schon drin vor, aber da bin ich da nicht so tief drauf eingegangen. Und bei Ralph Woodrow, bei dem Buch, werde ich das dann später machen. Könnt ihr mir ja sagen in euren Kommentaren unter diesem Video, ob ihr es gerne habt, dass ich das lese, oder bis auch von auch Jörg. Ist nicht nötig, lies lieber andere Bücher. Du hast es ja in Englisch schon gelesen. Also, aber fährt der Autor jetzt fort, um dieselbe Zeit versichert uns Bernhard Guy, sie glaubten daran, und es ist aus einer Reihe ihrer Schriften bewiesen worden, wie sehr sich ihre Ansichten über diese Lehre, also die Transsubstantiation, änderten. Der Inquisitor, welcher die Waldenser zu Mainz im Jahre 1392 verbrannte, erklärt, dass sie die Transsubstantiation leugneten, aber zugleich lehrten, dass, wenn eine solche doch einträte, sie auf keinen Fall in den Händen sündhafter Priester sich vollziehen könne. Ebenso verhält es sich mit der Lehre vom Fegefeuer, die eine Zeit lang als offene Frage betrachtet, schließlich aber am Ende des 14. Jahrhunderts zugleich mit der Fürbitte der Heiligen, der Anrufung der heiligen Jungfrau und den anderen zur Rechtfertigung dieser Lehre dienenden Erfindungen verworfen wurde. Die Priesterfeindschaft, der diese Sekte ihren Ursprung verdankte, strebte in konsequenter Weise dahin, alle zwischen Gott und den Menschen eingeschobenen Vermittler zu beseitigen. Aber auch dieser Entwicklungsprozess schritt nicht überall in gleicher Weise fort. Im Jahre 1212 verwarfen die Waldenser in Straßburg jeden Unterschied zwischen Laien und Priestern. Und das ist ja im Grunde, wenn ich das mal eben einwerfen darf, auch biblisch. Biblisch gesehen ist das Priesteramt ein Amt, das jemand bekleidet für eine bestimmte Zeit, wenn er dieses Amt bekleiden will. Aber biblisch gesehen sind wir alle Priester. Oder wie Martin Luther in 1520 in seinem Schreiben an den deutschen Adel sagte, wir sind alle Priester, wir sind alle Päpste im Grunde. Oder nee, ich habe das gesagt bei Luther 2017 bei der Lesung in dem Papier. Ja, dass wir im Grunde alle Päpste sind. Wir brauchen den Papst in Rom nicht. Ja, wir sind alle eben gleich. Ja, das Priesteramt ist eben ein Amt, das man für eine Zeit lang bekleidet. Deswegen ist der Priester aber nicht mehr als der Laie und deswegen haben die Waldenser in Straßburg jeden Unterschied auch zwischen Laien und Priestern abgeschafft. Sie sagen, du bist nicht anders als die anderen. Du hast zwar das Amt eines Priesters, aber das erhöht dich nicht über die anderen. Nun, um dieselbe Zeit aber wählten die waldensischen Gemeinden in der Lombardei Seelsorger, und zwar entweder auf eine bestimmte Zeit oder auf Lebensdauer. Mit der auf Lebensdauer, das ist eben auch unbiblisch. Ne? Da begeht man eben sein Amt für eine bestimmte Zeit und danach geht man halt wieder zurück in seinen Beruf, den man hat. Man lebt eben nicht von dem Priesteramt. Ne? Des Weiteren behaupteten sowohl die französischen als die lombardischen Waldenser jener Zeit, also die französischen und italienischen, dass die Eucharistie nur von einem ordinierten Priester verwaltet werden könne und gingen nur auseinander über die Frage, ob dieser unter Umständen auch im Zustande der Todsünde sich befinden dürfe. Bernhard Guy spricht von drei geistlichen Ständen unter den Waldensern, den Diakonen, den Priestern und den Bischöfen. Eine Handschrift aus dem Jahre 1404 enthält die Formel für die waldensische Ordination. Als ferner die böhmischen Brüdergemeinden im Jahre 1467 sich organisierten, nahmen sie, wie wir sehen werden, ihre Zuflucht zu dem waldensischen Bischof Stephan, um ihre ersten Bischöfe konsekriert zu erhalten. Indessen waren die priesterfeindlichen Tendenzen doch so stark, dass der Unterschied zwischen Laien und Priestern immer mehr verschwand und die Schlüsselgewalt gänzlich verworfen wurde. Um das Jahr 1400 erklärte die Nobler Leikson, dass alle Päpste, Kardinäle, Bischöfe und Äbte von der Zeit des heiligen Silvester an nicht eine einzige Todsünde vergeben konnten. Denn Gott allein habe die Gewalt der Sündenvergebung.
Auch hier möchte ich nochmal ganz kurz einen Punkt einwerfen. Ich habe heute, als ich im Auto unterwegs war, eine Sendung gehört von Tom Fress, wo er Bill Hughes damit bei hatte und interviewt hat. Oder Bill Hughes kam damals regelmäßig als Gast und wurde nicht echt interviewt, sondern hat sein Ding gesagt. Und das war ja auch gut, die haben eine tolle Show zusammen gemacht. Und da haben sie darüber gesprochen, unter anderem, was erklärt die Bibel eigentlich als Ketzerei? Was erklärt die Bibel als Gotteslästerung? Das war's, als Gotteslästerung. Und da hat Bill Hughes zurückgegriffen auf den Satz in der Bibel, wo die Juden zu Jesus sagen, als er fragt, für welches Werk steinigt ihr, wollt ihr mich denn steinigen? Dass sie sagen, für das Werk steinigen wir dich nicht, aber dafür, dass du dich zum Gott machst und Sünden vergibst. Das ist Gotteslästerung. Das steht so in der Bibel drin. Wer sich für Gott ausgibt als Mensch, der lästert Gott. Das ist ganz einfach Gotteslästerung, Blasphemie. So, und was tut denn die römisch-katholische Kirche? Der Papst gibt sich aus als Gott auf Erden. Der Papst gibt sich aus als Stellvertreter Jesu auf Erden. Vicarius Filii Dei, das ist sein ganz offizieller Titel. Das ist Gotteslästerung. Und die Priester der römisch-katholischen Kirche können Sünden vergeben. Das kann nur Gott. Und wenn ich als Mensch auch sage, dass ich Sünden vergeben kann, dann mache ich mich Gott gleich. Dann mache ich Gotteslästerung, betreibe ich Gotteslästerung. Dann begehe ich Blasphemie. Ich meine, nur wenn man diesen kleinen Punkt in der römisch-katholischen Kirche sich mal anschaut, dann ist doch schon deutlich, dass diese Kirche niemals die rechtmäßige Nachfolgekirche von Jesus Christus sein kann auf dieser Erde. Das kann doch nicht. Der Herr allein kann Sünden vergeben. Nicht der Priester, nicht der Bischof, nicht der Kardinal und schon gar nicht der Papst. Selbst sündenvolle Menschen. Und dazu diente diese ganze Sache der mit dem Ablasshandel und mit der Konfessionsbox, ne? Also mit der Beichte in der römisch-katholischen Kirche. Ja? Das ist pure Blasphemie, das ist ganz pure Gotteslästerung. Hier steht es nochmal, denn Gott allein habe die Gewalt der Sündenvergebung, steht hier in dem Buch. Ja, richtig, Gott allein hat die, nicht die römisch-katholischen Priester. Nun, der Autor fährt hier fort. Da die Seele direkt mit Gott verkehre, sei der ganze Mechanismus der Ablässe und der sogenannten guten Werke hinfällig. Freilich wäre der Glaube ohne die Werke eitel. La fe es occiosa senza las obras. Also mit anderen Worten, Ocasia Sensus, Las Obras, ja gut, ich bin jetzt nicht so gut in diesem Lateinischen oder Italienischen, aber das bestätigt im Grunde genau, was ich vorher gesagt habe. Hier freilich wäre der Glaube ohne die Werke eitel, aber die guten Werke seien Frömmigkeit, Buße, Nächstenliebe, Gerechtigkeit, nicht Pilgerfahrten, äußerliche Übungen, Kirchenstiftungen und Heiligenverehrung. Ein ganz wichtiger weiterer Punkt, auf den wir hier eben nochmal kurz eingehen wollen. Ja, was auch immer jetzt hier dieses lateinische La fe es occiosa senza les obras heißt, ohne Glaube wären die guten Werke eitel. Ja, also Werke ohne Glaube sind nix und Glaube ohne Werke ist auch nix. Aber Werke führen dich nicht zum Glauben und schon gar nicht erlösen dich. Ne? Also wie die römisch-katholische Kirche hier lehrt, die Sakramente sind Werke, die man machen muss, um Erlösung zu erlangen. Das ist unbiblisch, das ist wieder typisch römisch-katholisch. Ja? Also, sagt der Autor hier, freilich wäre der Glaube ohne die Werke eitel, aber die guten Werke seien Frömmigkeit, Buße. Und mit Buße meint man nicht, dass man in diese Beichtbox geht und sogenannte Buße gegenüber einem Priester ablegt, sondern dass man gegenüber Gott seine Fehler und seine Sünden bekennt und um Vergebung bittet. Das ist Buße. Nächstenliebe. Wie hat Jesus Christus das gesagt? Wenn ich jemanden liebe, der mich auch liebt, das ist ja einfach. Aber denjenigen lieben, der mich hasst,
oder der es mir schwer macht, der mein Feind ist, das ist schwer. Darin zeigt sich wahre Größe. Darin zeigt sich wahre Nächstenliebe. Ja? Gerechtigkeit, und zwar Gerechtigkeit nach dem Maßstabe Gottes, nicht Gerechtigkeit nach dem Maßstabe eines Menschen, schon gar nicht dem des Papstes. Auch nicht Pilgerfahrten. Ja? Diese Pilgerfahrten, die gemacht werden zu diesen Marienerscheinungen, zum Beispiel in Lourdes oder auch da dieser Weg in Spanien, jetzt komme ich nicht auf den Namen, ein Freund von mir ist den vor einigen Jahren hier auch gegangen, kennt ihr sicher, da hat irgendwas mit irgendwelcher Muschel oder so, hängt da zusammen, kommen sich auf den Namen. Äußerliche Übungen steht hier weiterhin, Kirchenstiftung und Heiligenverehrung, das alles sind keine, also die erstgenannten, ja, gute Werke ist halt Frömmigkeit, Buße, Nächstenliebe und Gerechtigkeit, Pilgerfahrten, äußerliche Übungen, Kirchenstiftung und Heiligenverehrung, das ist nichts, was einen erlöst. Ja? Und das ist auch nichts, was gut ist im Sinne der Bibel. Nun, hier ist eine kleine Fußnote dran, da werde ich mal eben schauen, ob das interessant ist, was dabei steht, weil in der Fußnote steht hier, trotz ihrer priesterfeindlichen Tendenzen war es für die Waldenser doch unmöglich, sich der Ansteckung des Aberglaubens zu entziehen. Ja, nicht nur der Waldenser, das ist genau das, was ich vor einigen Sendungen bereits gesagt hatte. Auch bei den Waldensern hat sich der Fehler mit reingemischt. Das ist nicht zu vermeiden. Wenn man eine große Gemeinschaft hat, die in diesem Glauben lebt, dann mischt sich da immer der Unglaube mit ein. Ja? Oder das Heilige mischt sich mit dem Unheiligen. So sollen die pommerschen Waldenser im Jahre 1394 geglaubt haben, dass, wenn jemand innerhalb eines Jahres nach Beichte und Absolution stürbe, er direkt zum Himmel einginge. Eine einzige Unterhaltung mit einem Diener der Kirche bewahre ein Jahr vor Verdammnis. Es bestand dort sogar ein Legat von 8 Mark für Gebete für die Seelen Verstorbener. Und das ist Abfall, das ist unbiblisch. Das hat sich hier bei den Waldensern im 14. Jahrhundert, ne, 1394, eingeschlichen, die diese abergläubischen Dinge, das ist genau, abergläubisch ist genau das, was die römisch-katholische Kirche ist, ne? Hatte ich ja schon gesagt, wenn jemand innerhalb eines Jahres nach Beichte und Absolution stürbe, er direkt zum Himmel einginge. Ja, also schon mal mit der Beichte. Mit der Beichte wird hier wohl auch gemeint, dass man eben dem Priester beichtet und nicht dem Herrn, nicht dem Gott. In meinem stillen Kämmerlein, dass ich mir hier in mein Zimmer verziehe oder in meinen Schrank gehe und zu meinem Herrn bete, in meiner privaten Sphäre, sondern auch hier, dass ich das halt wohl dem Priester gebichte, weil es geht ja, und Absolution, ne? Wenn man innerhalb eines Jahres nach Beichte und Absolution stürbe. Absolution kann ja nur von einem Priester erteilt werden. Gott erteilt keine Absolution. Das wäre mir neu. Ich kann meinem Herrn meine Sünden beichten und dann hoffe ich und glaube ich und vertraue ich darauf, dass er sie mir vergibt. Dafür glaube ich ja an ihn und dafür bekunde ich ihn überall. Ja? Aber nach Beichte und Absolution stürbe, dann würde er direkt in den Himmel eingehen. Ja, das ist nicht richtig, weil wenn er tot ist, was sagt die Bibel über die Toten? Die Toten sind tot und wissen gar nichts. Die liegen im Grab und bis zur Wiederauferstehung. Entweder bis zur Wiederauferstehung der Gerechten, wenn Jesus wiederkommt, oder aber zur Wiederauferstehung zum Urteil bei der zweiten Wiederauferstehung. Niemand geht direkt in den Himmel. Eine einzige Unterhaltung mit einem Diener der Kirche bewahre ein Jahr lang vor Verdammnis. Na, also wunderbar. Was ist denn das für eine Lehre? Na, wo steht denn das bitte schön in der Bibel? Und das ist genau der Punkt, den Henry Charles Lear hier in der Fußnote eben auch macht. Solche abergläubischen Tendenzen schleichen sich auch bei diesen gottesfesten Völkern ein. Die Waldenser sind ja ein Volk, ne? Nun, wir fahren fort hier. Das System der Waldenser schuf auf diese Weise eine Organisation, die höchst einfach war und zu noch größerer Vereinfachung neigte. Wir dürfen wohl als allgemein anerkannte Behauptung aufstellen, dass der Unterschied zwischen dem Klerus und den Laien auf ein Minimum zusammenschrumpfte, besonders wenn auch die Transsubstantiation verworfen wurde. Der Laie konnte Beichte hören, taufen und predigen.
An einigen Orten pflegte jedes Familienmitglied am Gründonnerstage das heilige Abendmahl in einfacher Weise zu spenden, indem es die Elemente weihte und selbst verteilte. Allerdings gab es auch bei ihnen einen anerkannten Priesterstand, und zwar Bischöfe oder Majorales. Presbyter und Diakonen. Das Wort Presbyter steht eigentlich für Älterer. Im Englischen Elder, ein Älterer der Kirche, ist ein Presbyter. Von daher die presbyterianische Kirche, die ihr wohl auch kennt. Also, und zwar Bischöfe, Presbyter und Diakonen, die die Gläubigen unterrichteten und die Ungläubigen bekehrten. Sie verzichteten auf alles Eigentum, trennten sich von ihren Frauen und übten von Jugend an strenge Keuschheit, wanderten umher, hörten Beichte, machten Proselyten und wurden unterhalten durch die freiwilligen Beiträge derer, die um ihr tägliches Brot arbeiteten. Die pommerschen Waldenser glaubten, dass alle 7 Jahre 2 von ihren Priestern an das Tor des Paradieses versetzt würden, um dort Kenntnis von der göttlichen Weisheit zu erhalten. Ein deutlicher Unterschied zwischen diesen Priestern und den Laien war der, dass die Letzteren bei dem Verhöre vor der Inquisition dem Zwange nachgeben und einen Eid leisten durften, während die Vollkommenen lieber sterben, als das Verbot des Eides übertreten wollten. Wenn auch die Inquisitoren sich über den Scharfsinn beklagen, mit dem die Ketzer ihrem Verhöre auswichen, so erkennen sie doch an, dass alle viel mehr auf die Rettung ihrer Freunde und Verwandten als auf ihre eigene bedacht sein. Das Bestreben der Waldenser, die evangelische Einfachheit wiederherzustellen, hatte zur Folge, dass ihre spezielle religiöse Lehre mehr eine ethische war. Als ein Unglücklicher vor der Inquisition von Toulouse gefragt wurde, was seine Lehrer ihn gelehrt hatten, erwiderte er, weder Böses zu sagen noch zu tun. Einem anderen nichts zu tun, was man selbst auch nicht getan haben wolle. Weder zu lügen, noch zu schwören. Gewiss eine einfache Formel, die für die Praxis wenig zu wünschen übrig ließ. Eine ähnliche Antwort bekam 1394 der Cölestiner Petrus bei seiner Inquisitionstätigkeit unter den pommerschen Waldensern. Eine verfolgte Kirche ist fast unvermeidlich auch eine reine Kirche. Von Menschen, die in jenen traurigen Jahrhunderten beständiger Verfolgung ausgesetzt waren, den Scheiterhaufen unablässig vor Augen hatten und im Gehorsam gegen die Gebote Gottes eifrig bemüht waren zu verkünden, was sie für die unverfälschte Wahrheit des Evangeliums hielten, kann man nicht gut annehmen, dass sie ihre hohe und heilige Mission durch gemeine Laster befleckten. Tatsächlich stimmen auch die Zeugnisse ihrer Verfolger darin überein, dass ihre äußeren Tugenden alles Lob verdienten und der Gegensatz, der zwischen der Reinheit ihres Lebenswandels und der Verderbtheit des Klerus der herrschenden Kirche bestand, wird mehr als einmal von ihren Gegnern als das wirksamste Mittel zur Ausbreitung ihrer Ketzerei bezeichnet und beklagt. Habt ihr das gut verstanden, diesen letzten Satz, den ich gerade eben gelesen habe? Da muss man sich doch mal an den Kopf fassen. Mit anderen Worten, der Gegensatz, der zwischen der Reinheit ihres Lebenswandels und der Verderbtheit des Klerus der herrschenden Kirche bestand, wird mehr als einmal von ihren Gegnern als das wirksamste Mittel zur Ausbreitung ihrer Ketzerei bezeichnet und beklagt. Also, mit anderen Worten, weil ich mich korrekt, gottestreu, gut, ehrlich, vorbildhaft verhalte, ist das ein Mittel zur Ausbreitung der Ketzerei. Also mit anderen Worten, gottestreu leben ist nach der herrschenden Kirche Urteil ketzerisch. Daran erkennt man doch, dass diese Kirche die Kirche Satans ist. Ne? Wenn Frömmigkeit, wenn Untergebenheit, wenn Friedhaftigkeit angeklagt wird als Ketzerei, ist doch heute nicht viel anders. Jemand, der sich heute so verhält, mit dem wird doch auch in der Gesellschaft auf den Finger gezeigt, oh, was ist das denn für einer? Wie verhält der sich denn? Kann er sich nicht mal normal benehmen?
Ja, dann kommst du in die Klapsmühle nach dem Motto von der spinnt nicht, der tickt nicht ganz richtig. Dabei ist es die Welt, die nicht mehr ganz richtig tickt. Aber ich finde diesen Satz, finde ich unglaublich wichtig, dass wir da mal eben bei stillstehen. Da, so haben die Leute damals, also die Herrscher, die Hierarchie in der Kirche zum Beispiel, so haben die gedacht und nach ihrem Denken natürlich dann auch gehandelt. Dass sie sagen, dass, lesen wir eben den ganzen Satz, tatsächlich stimmen auch die Zeugnisse ihrer Verfolger darin überein, dass ihre äußeren Tugenden alles Lob verdienten. Und der Gegensatz, der zwischen der Reinheit des Lebenswandels der Waldenser und der Verderbtheit des Klerus der herrschenden Kirche bestand, wird mehr als einmal von ihren Gegnern, also von der Inquisition, von der Kirche, als das wirksamste Mittel zur Ausbreitung ihrer Ketzerei bezeichnet und beklagt. Ein Inquisitor, der sie wohl kannte, schilderte sie folgendermaßen, Zitat: Man kann die Ketzer schon an ihren Sitten und ihrer Sprache erkennen, denn sie sind bescheiden und leben in wohlgeordneten Verhältnissen. Sie sind nicht prunkvoll in ihrer Kleidung, die weder kostbar noch schmutzig ist. Sie lassen sich nicht auf Handelsgeschäfte ein, um Lügen, Eide und Betrügereien zu vermeiden, sondern leben von ihrer Händearbeit. Schuster sind ihre Lehrer. Sie häufen keine Schätze auf, sondern sind zufrieden, wenn sie das Notdürftigste haben. Sie sind keusch und mäßig im Essen und Trinken. Sie besuchen keine Wirtshäuser oder Bälle oder andere Vergnügungsorte. Sie enthalten sich des Zornes, arbeiten beständig, lehren und lernen und beten folglich wenig. Man kann sie erkennen an ihrer Bescheidenheit und ihrer sorgfältigen Sprache. Sie vermeiden nämlich Gemeinheiten, Verleumdungen, leichtsinnige Reden, Lügen und Eide. Sie sprechen nicht einmal das Wort Fähre oder Zerte aus, da diese Worte in ihren Augen einem Eide gleichkommen. Ende Zitat des Inquisitors. Vielleicht sind da ja Leute bei, die sich ein wenig erkennen darin, wie sie versuchen zu leben. Und eben damit brandmarkt ihr euch als Ketzer im Auge der Synagoge Satans. Das ist ein offizielles Zeugnis über die Waldenser, angesichts dessen wir die Erzählung über die geschlechtlichen Ausschweifungen als Erfindungen zurückweisen müssen, die den Abscheu des Volkes erwecken sollten und die möglicherweise auf dem übertriebenen Asketentum beruhen, wie es auch unter den ersten Christen allgemein war. Ja, es gibt da noch ein anderes Beispiel, da will ich jetzt auch nicht zu weit drauf eingehen, aber manche erinnern sich vielleicht an den Fall in den Vereinigten Staaten von Amerika, Waco, Anfang der 90er Jahre von Bill Clinton, wurde das da gestürmt und Männer, Frauen und Kinder erschossen und verbrannt. Und etwas später, so um die Zeit von 2009, 2010, gab es die Gerichtsverhandlung gegen Tony Alamo. Und ich will hier weder den David Koresh von Waco noch den Tony Alamo von Tony Alamo Ministries schützen oder als Heiligen darstellen. Das ist an Gott, um darüber zu urteilen. Auch die Menschen hatten in ihren Lehren ihre Fehler, aber es ist ganz deutlich, dass dem Tony Alamo konnten sie damals nicht beikommen. Ein eingeschleuster FBI-Agent hat sich geweigert, der wurde eingeschleust und hat versucht, ihn so weit zu bringen, um irgendwelche Handlungen zu machen, die er nicht machen wollte. Und schlussendlich hat man Tony Alamo angeklagt, er hätte kleine Kinder verführt und würde sich mit 8-jährigen, 9-jährigen Kindern verheiraten in seinem Ministerium, was absolut unwahr ist. Aber genau das zeichnet die römisch-katholische Kirche aus. Und das, was sie auszeichnet, das machen sie, halten sie verborgen und werfen das denjenigen vor, die sie weghaben wollen. Das haben sie so mit Waco, mit David Koresh probiert und das haben sie so mit Tony Alamo gemacht.
Tony Alamo haben sie dann für 150 Jahre in den Knast gesteckt und der ist, glaube ich, letztes Jahr, 2016 oder so, ist der, glaube ich, verstorben im Gefängnis, ist nicht mehr rausgekommen. Und Tony Alamo Ministries, das haben sie mehr oder weniger aufgelöst. Die Kinder wurden vom Jugendamt weggeholt, wurden den Eltern entrissen, weil die Eltern da friedlich leben wollten, ihre Kinder selbst schulen wollten und ihre Kinder auf eine gottesfürchtige Art und Weise erziehen wollten. Dann wurden den Menschen die Kinder weggenommen. Und also ihr könnt euch da ja mal selbst drin vertiefen in die Studie über Tony Alamo, Tony Alamo Ministries. Das ist wirklich unglaublich. Und wenn man dann hier dieses Buch liest, wo wir ja nun wirklich über die Inquisition im Mittelalter sprechen, ja, da steht hier ganz deutlich mit bei, dass angesichts der Erzählung über die geschlechtlichen Ausschweifungen, ne, also das heißt ja mit anderen Worten Sodomie, Vergewaltigung, Kinderheirat, Pädophilie, alles Dinge, die den Waldensern vorgeworfen wurden, über diese geschlechtlichen Ausschweifungen als Erfindungen zurückweisen müssen, die den Abscheu des Volkes erwecken sollten, um die möglicherweise auf dem übertriebensten Asketentum beruhen, wie es auch unter den ersten Christen allgemein war. Also, wenn man sich selbst dem Sex entsagt, dann wird man von anderen nach dem Motto vorgeworfen, der ist sexsüchtig. Also, um es mal jetzt ganz ins Extreme umzukehren, so ungefähr. Ja. Die Waldenser behaupteten nämlich, fährt der Autor fort, dass der geschlechtliche Verkehr nur zwecks Erzeugung der Nachkommenschaft statthaft sei. Nun, da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden. Habe ich auch letztens eine Aufnahme gemacht während der Lesung des Buches Codewort Babylon mit Brett. Da sind wir auch über den Sex eingegangen. Sex in der Bibel, das interessiert niemanden, um es mal jetzt ganz frank und frei zu sagen, was Mann und Frau, die einander treu sind, im gemeinsamen Einverständnis in ihrem Schlafzimmer anstellen, das interessiert noch nicht mal Gott. Aber die römisch-katholische Kirche kommt dann natürlich rein und die erfindet alle Sorten oder alle Arten von, wie sagt man das so schön, von Sünden, ja, sexuelle Sünden und solche Sachen. Dafür rate ich euch an, lest das Buch Der Priester, die Frau und der Beichtstuhl von Charles Chiniquy. Das könnt ihr in Deutsch ja auch bekommen. Da lehrt ihr auch einiges darüber, wie sexuell pervers und verkehrt die römisch-katholische Kirche an sich ist. Und diese Lehre, dass der geschlechtliche Verkehr nur zwecks Erzeugung der Nachkommenschaft statthaft sei, ist unbiblisch. Steht da nicht drin. Kann man auch ein ganzes eigenes Video drüber machen. Aber wenn das so geht, dann kann ich über jeden Satz ein Video machen. Und bei 1800 Seiten in den drei Bänden wären das dann mehr Videos, als ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben schaffen könnte. Also, nur kurz die Anmerkung dazu und auch bitte eure eigene Nachforschung zu tun, auch aufgrund oder hauptsächlich eben aufgrund der Bibel. Ja? Die Waldenser behaupteten nämlich, dass der geschlechtliche Verkehr nur zur Erzeugung der Nachkommenschaft statthaft sei. Das ist verkehrt. Das ist eben auch in diesem Fall das römische Unheilige, was sich da mit ihrem Heiligen vermischt. Ein Inquisitor gibt zu, fährt der Autor fort, dass er nichts von diesen Geschichten glaube, da er für dieselben niemals einen glaubwürdigen Beleg gefunden habe, also die ganzen sexuellen Ausschweifungen, die ihnen unterstellt wurden. Und nichts derartiges begegnet uns bei den Verhören der Sektierer, wie sie von ihren Verfolgern so geschickt gehandhabt wurden, bis im 14. und sogar 15. Jahrhundert die Inquisitoren von Piemont und der Provence es für angezeigt hielten, ihren Opfern solche Geständnisse zu entreißen. Man warf ihnen auch vor, dass sie Heuchelei trieben und durch eifrigen Besuch der Messe und Beichte sowie durch strenge Beobachtung der orthodoxen Äußerlichkeiten ihren wahren Glauben verheimlichten. Aber das ist, ebenso wie ihre scharfsinnigen Ausflüchte bei den Verhören, die ihre inquisitorischen Kritiker so sehr reizten, denen leicht zu verzeihen, die um ihr Leben kämpften. Und die in der früheren Zeit wenigstens oft kein anderes Mittel hatten, die Sakramente, die sie zur Seligkeit für notwendig hielten, zu empfangen. Man machte sich auch lustig über ihre bescheidene Lebensstellung, da sie fast alle Bauern, Handwerker und dergleichen waren, armes, verachtetes Volk, das für die Kirche nur so weit existierte, um es zu besteuern, wenn es rechtgläubig, oder zu verbrennen, wenn es ketzerisch war.
Ihr schwerstes Verbrechen aber bestand in ihrer Liebe und Verehrung für die Heilige Schrift und ihrem glühenden Eifer, Proselyten zu machen. Der Inquisitor von Passau teilt uns mit, dass sie von der ganzen Bibel Übersetzungen in der Volkssprache besaßen, die die Kirche vergeblich zu unterdrücken versuchte und die sie mit unglaublichem Eifer studierten. Er kannte einen Bauern, der das Buch Hiob Wort für Wort hersagen konnte. Nicht wenige von diesen Waldensern wussten das Neue Testament auswendig und waren trotz ihrer Einfalt gefährliche Gegner im Disputieren. Zur Kennzeichnung ihres Bekehrungseifers wird von einem von ihnen erzählt, dass er in der Hoffnung, einen Katholiken bekehren zu können, in einer kalten Winternacht über die Ips schwamm. Alle, Männer und Frauen, Alte und Junge, lernten und lehrten unaufhörlich. Nach harter Tagesarbeit pflegten sie den Abend dem Unterrichte zu widmen. Sie gingen in die Hospitäler, um den Aussätzigen zu helfen. Ja, ein Jünger suchte schon nach 10-tägigem Studium einen anderen auf, den er unterweisen konnte. Und wenn das stumpfe und ungeschulte Gehirn verzweifeln wollte, dann pflegten sie sich zu ermutigen mit den Worten: Lernet an jedem Tag nur ein einziges Wort, dann werdet ihr in einem Jahre 300 können. Und so werdet ihr siegen. Sicherlich, wenn es jemals ein gottesfürchtiges Volk gab, so waren es diese unter dem Banne der Kirche und des Staates seufzenden Unglücklichen, deren geheime Losung lautete: Cédit Saint-Paul, ne mentir. Cédit Saint-Jacques, ne jurer. Cédit Saint-Pierre, ne rendre mal pour mal, mais bien contraire. Das ist jetzt in Französisch. Das war also Französisch und das heißt im Grunde: Das sagt der heilige Paulus, lüge nicht. Das sagt der heilige Jakobus, urteile nicht. Das sagt der heilige St. Peter, ne rendre mal pour mal, mais bien contraire. Gib nicht Schlechtes auf Schlechtes, aber das Gegenteil. Also gib Gutes für Schlechtes. Ne? C'est dit Saint-Paul, ne mentir, c'est dit Saint-Jacques, ne jurer. Se dit Saint-Pierre, ne rendre mal pour mal, mais bien contraire. Die Nobler Leikson sagt kaum mehr als die Inquisitoren, wenn sie mit Bitterkeit erklärt, das Kennzeichen eines dem Tode geweihten Waldensers bestehe in der Nachfolge Christi und in dem Bestreben, den Geboten Gottes zu gehorchen. Jetzt kommt hier noch eine ganze eben Aufsage in Französisch, das kann ich jetzt aber nicht übersetzen, aber für diejenigen, die auch ein wenig Französisch können und die mich vielleicht verstehen, die verstehen da vielleicht, was hier jetzt drin steht. Also aus der Nobler Leixon. Que ce n'y aucun bon que am de athema Jesu Christi, que non vola maudire ni jurar ni mentir, ni aventurar ni avenir ni pendre de l'altrui. Ich spare mir das. Es ist erstens klein gedruckt und zweitens ist es in einem Altfranzösisch geschrieben, dass ich das auch nicht gut erkennen kann. Also das lassen wir mal eben stehen. Der Autor fährt hier jedenfalls fort. In der Tat konnte bei der Zügellosigkeit des Mittelalters asketische Tugend leicht den Schein der Ketzerei erwecken. Wenn alle rumhuren, dann ist der Einzige, der nicht rumhurt, derjenige, der auffällt, ne? So wurde um das Jahr 1220 ein Kleriker in Speyer, den seine Sittenstrenge später veranlasste, sich den Franziskanern anzuschließen, nur durch die Vermittlung des späteren Bischofs Konrad von Hildesheim davor bewahrt, als Ketzer verbrannt zu werden, weil er durch seine Predigten gewisse Frauen bestimmt hatte, ihren eitlen Schmuck abzulegen und ein ehrbares Leben zu führen. Die Überzeugungstreue, mit der die Waldenser ihren Glauben anhängen, zeigt sich bei den Tausenden, die freudigen Herzens lieber die Schrecken des Gefängnisses, der Folterkammer und der Scheiterhaufen ertrugen, als dass sie zu einem Glauben zurückkehrten, von dessen Verderbtheit sie überzeugt waren. Mir ist ein Fall aus dem Jahre 1320 begegnet, in welchem sich eine arme alte Frau zu Pamirs, dem furchtbaren Urteil wegen Ketzerei, unterwarf, lediglich deshalb, weil sie keinen Eid ablegen wollte.
Sie beantwortete alle Fragen betreffs ihres Glaubens in orthodoxem Sinne. Aber obgleich man ihr das Leben zu schenken versprach, wenn sie bei dem Evangelium schwören wolle, weigerte sie sich, ihre Seele mit dieser Sünde zu belasten und wurde deshalb als Ketzerin verurteilt. In der Bibel steht in Jakobus geschrieben, dass man nicht lügen soll. Und in Matthäus, ich glaube, im 7. Kapitel steht es ebenfalls. Also nicht lügen, sondern dass man nicht schwören soll. Ne? Wenn ich dran denke, werde ich mal sehen, ob ich das Bild hier einblenden kann, den Schwören. Das ist eben biblisch. Und wenn sich jemand auf die Bibel beruft, ja, dann hat die römisch-katholische Kirche das nicht gerne, sondern ruft dich im Grunde als Ketzer aus. Ja? Alle Fragen hat die arme Frau betreffs ihres Glaubens im orthodoxen Sinne beantwortet. Aber obgleich man ihr das Leben zu schenken versprach, wenn sie bei dem Evangelium schwören wollte, weigerte sie sich, ihre Seele mit dieser Sünde zu belasten und wurde deshalb als Ketzerin verurteilt. Hier in Matthäus lesen wir das eben doch mal. Matthäus Kapitel 5 ist das, Vers 33 aus der Lutherbibel von 1545. Ihr habt weiter gehört, dass du den Alten gesagtest, du sollst keinen falschen Eid tun und sollst Gott deinen Eid halten. Ich aber sage euch, dass ihr aller Dinge nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Stuhl, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist eines großen Königs Stadt. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Übel. Und im Jakobus gibt es auch noch so eine Stelle, aber die könnt ihr euch dann ja selbst raussuchen. Da wollte ich jetzt auch nicht zu weit drauf eingehen. Aber diese Frau hat sich eben an die Bibel gehalten und gesagt, ich schwöre nicht, auch nicht beim Evangelium. Mein Ja ist ein Ja und mein Nein ist ein Nein. Genügt euch das nicht? Tja, dann trage ich die Konsequenzen und das hat diese Frau getan. Nun fährt der Autor fort. Man darf nicht glauben, dass alle priesterfeindlichen Sekten übereinstimmen. Das ist ein ganz großer Fehler, alles über einen Kamm scheren. Die Waldenser, die Albigenser, die Hugenotten, die Husseiten, die Lombarden, die Lolobarden, wie sie alle hießen, all diese treuen, gottestreuen Völker, hatten alle Unterschiede. Und das ist genau wie bei den Reformatoren auch, die ja sagten, sola scriptura. Das sagten sie, aber sie hielten sich da nicht dran, wie wir wissen. Sonst würde es ja auch nicht so viele verschiedene protestantische Denominationen geben. Also, man darf nicht glauben, dass alle priesterfeindlichen Sekten übereinstimmen. In den Dekreten gegen die Ketzer und in den Schriften ihrer Gegner werden vielmehr noch mehrere andere Sekten neben den schon genannten erwähnt. Doch sind dieselben sowohl an Zahl wie an Lebensdauer zu unbedeutend, als dass sie eine mehr als beiläufige Erwähnung verdienten. Die Passagier, alle Heilige oder Umerziehende, oder Circumcisi waren judaisierende Christen, die der Herrschaft Roms dadurch zu entgehen suchten, dass sie zum Alten Testamente ihre Zuflucht nahmen und die Gleichheit Christi mit Gott leugneten. Die Josephiten waren unbekannter als sie. Ihre Irrtümer scheinen meist auf dem Gebiete einer übertriebenen, mit geschlechtlichen Verirrungen sich verbindenden Askese zu liegen. Die Sissidentes waren in Wirklichkeit mit den Waldensern identisch. Der einzige Unterschied zwischen beiden bestand in der Spendung des Abendmahls. Die Ortlieber oder Ortliebenser, Anhänger des Ortlieb von Straßburg, die um das Jahr 1216 blühten, waren gleichfalls äußerlich mit den Waldensern verwandt, neigten aber zu Irrtümern in der Lehre, auf die wir später noch zurückkommen müssen. Die Roncaria erscheinen als ein Zwischenglied zwischen den Armen von Lyon und den Albigensern oder Manichäern. Sie waren anscheinend eine zwischen beiden vermittelnde Sekte, die ihre Entstehung den gemeinsamen Interessen und den gemeinsamen Leiden jener beiden Hauptzweige der Ketzerei verdankt.
Tja. Und hiermit endet auf Seite 97 das Kapitel, das wir gerade gelesen haben, das zweite, die Häresie. Und wir fahren nächstes Mal auf Seite 98 fort in dem dritten Kapitel, das heißt die Katharer. Und da werden wir lernen, was die Katharer seien. Karthago kennt ihr ja sicher, ne? Jeder, der schon mal Asterix und Obelix gesehen hat, weiß ja, wie die Römer gegen Karthago auch immer gekämpft haben. Und was die Katharer damit zu tun haben, das werden wir dann auch noch in der nächsten Lesung lernen. Sind ja dann schon fast 100 Seiten, die ich in den 11 Lesungen geschafft habe. Ist ja schön, wenn das so vorangeht, dann schaffe ich es ja mit 200 Videos oder sowas, das ganze Buch. Mal sehen. Also, ich fand es heute sehr wichtig, dass wir am Anfang nochmal auf die Transsubstantiation eingegangen sind. Das ist ein mir sehr persönlich am Herzen liegendes, sehr wichtiger Teil dieser Lesung. Deswegen werde ich auch nochmal ein absonderliches Video machen, nur mit dem Kapitel 17 von Ralph Wutrow, seinem Buch über Babylon Mystery Religion, über die Messe und die Transsubstantiation, weil das eben ein absolutes Kennmerk der oder Merkmal, sagt man, ein absolutes Merkmal der römisch-katholischen Kirche ist, woran man erkennen kann, dass die römisch-katholische Kirche gotteslästerisch und abergläubisch und idolatorisch ist. Ja? Nur in der römisch-katholischen Kirche kann das geschaffene Wesen seinen Schöpfer erschaffen. Gut. Soweit dann die Lesung für heute vom 11. Januar 2018. Dankeschön fürs Hören und Schauen. Danke auch fürs Kommentieren. Und wie immer, Kommentare, die eine Antwort bedürfen, den wende ich mich gerne zu. Andere Kommentare lasse ich dann mal eben. Und wenn ich einen Kommentar in Ordnung finde, weil lesen tue ich sie alle, deswegen reagiere ich noch nicht drauf. Aber ordentliche Kommentare kriegen von mir einen Daumen hoch. Andere kriegen von mir einen Daumen runter. Die gibt es auch mal. Aber wie gesagt, wenn ihr sagt, ich lese hier etwas vor, was nicht stimmt, dann beweist es mir bitte schön anhand der Bibel, dass das so ist. Und ich glaube nicht, dass ihr das könnt, weil das war biblisch, was ich hier vorgelesen habe. Von Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Jörg von Stunde der Wahrheit, Joggle66, meldet sich ab, wünscht euch noch einen schönen Tag, möge Gott euch behüten und beschützen auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.